In den Gebetszeiten oder wenn ich Bibel lese, wenn ich das Wort Gottes studiere, dann ist es oft so, dass der Heilige Geist mir kurze Wortimpulse gibt, so würde ich das mal sagen. Vielleicht ein Wort, manchmal sind es zwei oder drei Worte, aber sie sind wie so ein Statement, wie ein Fixpunkt. Und ich beginne dann, um diese Worte herum zu beten, darüber zu lesen, im Wort Gottes zu studieren, was der Heilige Geist, was der Herr damit meint, wenn er mir diese Worte in meinen Geist spricht. Und in der letzten Zeit, vor einigen Tagen, hatte ich in einer Gebetszeit zwei Worte, die mich sehr beschäftigt haben, aber auch sehr beschenkt haben. Und zwar hießen sie, trete heraus. Trete heraus, das ist etwas, was wir so im Sprachgebrauch nicht wirklich benutzen, sondern wir sagen eher, du musst mal heraustreten aus dem, was du immer machst, oder komm heraus mit irgendwas. Aber dieses Trete heraus, das war für mich wie ein Statement, wie etwas, was der Heilige Geist besonders betonen möchte. Und ich möchte dich mit da reinnehmen in das, was er mir in dieser Gebetszeit, in dieser Bibelstudienzeit erklärt und gezeigt hat. Trete heraus. Es ist immer eine besondere Aufforderung, wenn wir aus etwas, was wir gewöhnt sind, was wir schon immer so gemacht haben, in eine Veränderung hineintreten. Wenn wir aus Gewohnheiten heraustreten, wenn wir etwas hinter uns lassen, was wir schon immer so gemacht haben. Und so habe ich dann darüber nachgedacht, wie ist das in meinem Leben? Wo müsste ich das Wort trete heraus anwenden in meinem Leben? Wo habe ich etwas, was ich vermeide oder wo ich nicht hin möchte? Oder wo ist da etwas, wo der Herr mich korrigieren darf? Wo er mich auffordern darf? Und ich werde niemals aufhören, in unserem Dienst von Gottes Haus diese Aufforderungen weiterzugeben. Dieses steh auf, bleib stark, werde stark in Gott, trete heraus. Das ist in etwa das, was ich jetzt auch in dieser Gebetszeit empfunden hatte. Und dann habe ich mir etwas angewöhnt, dass ich, wenn solche Aufforderungen von Gott kommen, dass ich dann forsche in der Bibel, wo finde ich Beispiele, Menschen, Situationen in der Bibel, wo es genau um dieses Thema geht. Und so habe ich in der Bibel viele Vorbilder gefunden, die uns berichtet werden und die uns heute in unserer Zeit immer noch ansprechen, immer noch auffordern, in etwas Neues hineinzugehen. Und so habe ich darüber nachgedacht, über verschiedene biblische Berichte. Wir kennen die meisten. Wir haben viele Predigten unter Umständen schon gehört. Und die erste Person, die uns in 1. Samuel 17 beschrieben wird, das ist der Bericht von David und Goliath. Diese alte Kinderstundengeschichte, denkst du vielleicht. Dieses alte Ding, was ich schon tausendmal gehört habe. Ja, der kleine David gegen den großen Riesen und So, also ich habe das ganz neu gelesen und verschiedene Dinge wurden mir bewusst, weil wir jetzt gerade in einer Zeit leben, die sehr stark von Angst geprägt ist. Und hier ist beschrieben in diesem Text von 1. Samuel über das, was dieses angstmachende Problem gewesen ist. Ich lese es dir kurz vor. Da wird über Goliath berichtet, da wird Goliath beschrieben, in ganz feinen Details beschrieben. Und da heißt es, er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht dieses Panzers war 5000 Schekel Bronze. Das ist umgerechnet etwa 57 Kilo. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen
und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war 600 Schekel Eisen. Das sind etwa 7 Kilogramm. Eine angstmachende, eine angstausstrahlende, dominante Macht. Und dieser Riese stand dem Volk Gottes gegenüber. Wer sollte, wenn er gesehen wurde, nicht Angst bekommen? Und das ganze Volk Gottes, das ganze Heerlager des Volkes Gottes war unter Angst. Das ist etwas, wo ich dachte, genau das ist in etwa unsere Situation. Wir haben diesen Riesen vor uns, diese Angst vor uns, dieses dominierende Gefühl von, ich weiß ja nicht, was da auf uns zukommt. Und ich kann mich eigentlich nicht wehren. Also warte ich. Ich bleibe in dieser Warteposition und verstecke mich, ziehe mich zurück und ich bleibe lieber in Deckung. Diese Szene, die wir da beschrieben bekommen, ändert sich, als David kommt. Und David kommt in seiner menschlich nicht gerade beeindruckenden Stärke, sondern eher im Gegenteil. Aber in ihm ist ein starker Glaube an einen großen Gott. David wusste, wer Gott ist. Und in der Kraft Gottes tritt er gegen den Riesen an. Was, du bist der Philister, der meinen Gott verspottet? Und mit ganz wenig Aufwand im Grunde genommen besiegt er diesen Riesen, besiegt er diese Angst, besiegt er das, was so beeindruckend da aufgetreten ist. David tritt gegen den Philister an und es heißt hier in dem Text, du kommst mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und dann lesen wir sein Statement im Vers 46. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Schau, wer Angst hat, kämpft nicht. Wer Angst hat, geht in Deckung, zieht sich zurück, bleibt einfach da und rührt sich nicht. Wer Angst hat, tritt die Flucht nach hinten an und bleibt einfach so, dass man denkt, hoffentlich sieht mich der Feind nicht. So, David hatte eine andere Strategie, weil er wusste, wer in ihm lebt. Und das ist das große Zeugnis von diesem Bericht, dass wir sagen, du kannst auch gegen die Angst in deinem Leben aufstehen. Du kannst sagen, ich habe einen großen Gott. Er wird mir eine Strategie geben. Er wird mir etwas ins Herz geben, in meinen Geist geben, dass ich mich erheben kann gegen Angst. Ich werde nicht mich von Angst dominieren lassen, sondern ich stehe auf. Und David trat heraus aus den Schlachtreihen Israels. Das ist dieses Trete heraus. Trete heraus aus deiner Begrenzung, aus deinen Umständen, die dich dominieren wollen, aus den Dingen, die dich runterdrücken wollen und glaube an einen großen Gott, der in deinem Herzen lebt. Schauen wir uns eine zweite Person an, Deborah im Buch Richter 4 und 5. Die einzige Frau, die in Israel jemals als Richterin damals eingesetzt war. Die Prophetin, die Führungskraft, im Grunde genommen könnte man heute sagen, die Quotenfrau. Sie war die Einzige, die im Herzen hatte, Gott zu dienen und sie liebte ihr Volk. Und sie wollte, dass dieses Volk aufsteht und in den Sieg Gottes kommt.
Deborah setzte sich ein. Sie schwieg nicht zu den Dingen, die abgelaufen sind. Sie hat nicht einfach den Status quo eingehalten. Sie hat nicht einfach gesagt, na ja, das ist eben so. Dann bleiben wir jetzt einfach mal hier sitzen und warten mal, wie die Dinge sich gestalten werden. Sondern Deborah ging in eine offene Konfrontation und sie empfing von Gott eine Strategie, gegen den Feind anzutreten. Und sie zieht mit Barak aus in den Krieg und der Krieg ist siegreich für Israel. Deborah, die Richterin, die Prophetin, die Führungskraft, sie hat einfach das getan, was in ihrem Herzen so sehr brannte. Sie wollte Gott dienen und ihrem Volk dienen. Und wir können auch hier sagen, Deborah trat heraus. Aus dem, was alles so immer schon lief, schon das System immer so war. Sie nahm eine Position ein, herauszutreten aus dem Üblichen. Die nächste, die wir uns anschauen wollen in diesem Thema, trete heraus, ist die Königin Esther. Schau, wir alle lieben das, diesen einen Satz, geboren für eine Zeit wie diese. Wir haben das oft gehört. Ich habe das oft gesagt, ich habe das auch gepredigt. Und es war so ein klangvoller Satz, geboren für eine Zeit wie diese. Aber unter den jetzigen Bedingungen bekam dieser Satz für mich eine ganz neue Bedeutung. Geboren für eine Zeit wie diese, das ist, trete heraus. Die Königin Esther wurde zubereitet als Königin für ein königliches Amt. Sie wurde versorgt mit allem, was nötig war dazu. Und dann kam dieser entscheidende Moment in ihrem Leben. Eine gottfremde, eine gottferne Führungselite trat gegen das Volk Gottes an, verlangte, dass das Volk Gottes ausgerottet werden muss. Und hier kommt dieser Satz zum Tragen, geboren für eine Zeit wie diese. Du musst aufstehen, du musst heraustreten. Und wir lesen das bei Königin Esther, dass sie zögerte, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass sie das wirklich tun könnte, dass sie eine von denen sein sollte, die jetzt das Blatt umdrehen sollte. Sie konnte sich nicht vorstellen, lebend aus dieser Aktion herauszukommen. Dieses Heraustreten hat sie alles gekostet. Und sie war damit konfrontiert, dass sie nicht wusste, wie das Ganze ausgeht. Weißt du, für uns ist es leicht zu sagen, ja, das ging ja alles ganz doll und das ging ja gut und ach, das war nicht so schlimm. Wenn du dich in diese Situation mehr hineindenkst, wenn du dich da mal wenn du dir vorstellst, wie ist das denn gewesen, als Esther zu dem König in diesen Hof gekommen ist und nicht wissen konnte, ob er ihr huldvoll den Stab entgegenstreckt. Was hatte sie wirklich gekostet, herauszutreten, sich einzusetzen für das Volk Gottes? Position zu ergreifen für das Volk Gottes. Was hat es sie gekostet, herauszutreten? Und das ist für mich ganz neu ein Beispiel geworden für trete heraus. Trete heraus für das Volk Gottes, für die Anliegen des Volkes Gottes und trete heraus für die Aufgaben, für die Anliegen Gottes in deinem Leben. Trete heraus für die Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat. Trete heraus, Esther. Den nächsten, den wir uns anschauen wollen, das ist Nehemia. Nehemia, der große Mauerbauer. Der die zerstörte Mauer Jerusalems wieder aufbaute. Der unter so starke Attacke kam. Und den es auch viel Weisheit gekostet hat, wie er in diesen Schritten vorwärts geht.
Er konnte ja nicht einfach sagen, na gut, wir bauen jetzt die Mauer, wo sind die Materialien, wo sind die Leute, wir spucken in die Hände und wir bauen diese Mauer. Nein, so einfach war es ja nicht. Und wenn du das Buch Nehemia liest, was sehr bereichernd ist, dann wirst du feststellen, sofort, als er sich für die Anliegen Gottes, für das Volk einsetzte, sofort kam der Feind. Und der Feind kam so mit solchen unterschiedlichen, diffizilen Tricks und Machenschaften, dass Nehemia fokussiert sein musste, nicht auf die Schliche des Feindes, nicht auf die Drohungen des Feindes reinzugehen, sondern zielgerichtet die Mauer bauen musste. Und es heißt, dass er gerüstet war, die Leute, die gebaut haben, gerüstet und auf der anderen Seite bauend. Und das ist etwas, was mir ganz neu zu einem Beispiel geworden ist. Nehemia, der Mauerbauer, der heraustrat aus dem, was er vorher als sein Lebensziel, als seinen Lebensinhalt betrachtet hat. Nehemia musste die Anliegen Gottes höher achten als das, was üblich war. Er ist aus seinem Alltag, aus diesem Berufsalltag, den er ja so kannte, herausgetreten, um dieses Ziel zu verfolgen und dieses Ziel zu Ende zu bringen. Und das ist etwas, wo ich mir überlege, es kann sein, dass manche von uns heraustreten müssen, dass sie genau darauf achten müssen, was der Feind an Schlichen, an Tricks, an Machenschaften auffahren wird gegen die Absichten und Ziele Gottes. Vielleicht müssen manche von uns um viel, viel mehr Weisheit bitten, dass wir vom Heiligen Geist die Strategie empfangen, die jetzt dran ist. Und in der Bibel steht, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und er wird reichlich geben. Nehemia ist für mich ein grandioses Beispiel für eine Zeit wie diese, in der wir jetzt leben und der sich aufmachen musste, um herauszutreten, damit Ziele und Absichten Gottes zustande kommen. Schauen wir uns eine nächste Person an. Schauen wir in 1. Samuel 14, Vers 6. Dort wird uns ein Bericht gegeben über zwei Männer. Der eine war Jonathan, der Sohn von Saul, und der andere war sein Waffenträger. Und wir lesen dort, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder wenig zu helfen. In Vers 2 von dem Kapitel 14 lesen wir von der Situation, die gegeben war. Saul saß mit dem Heerlager unter dem Granatapfelbaum und wartete. Die Philister, der Feind auf der einen Seite, Saul und das Heerlager auf der anderen Seite. Und Saul rührte sich nicht. Er blieb einfach da sitzen. Und Jonathan hatte es im Grunde genommen satt. In ihm war ein Drängen entstanden. In ihm war eine Hoffnung entstanden. Etwas, was man unternehmen muss jetzt. Nicht sitzen bleiben. Nicht einfach den Feind machen lassen, was er will. Nicht darauf warten, dass der Feind angreift und man einfach überrollt wird. Nein, Jonathan hatte es satt zu warten und der Herr gab ihm dieses innere Drängen. Wir müssen diesem inneren Drängen des Heiligen Geistes unser Ohr öffnen. Wir müssen hören. Wir müssen genau hinhören, was der Heilige Geist uns sagt. Nicht einfach losrennen. Das ist auch nicht das, was Jonathan gemacht hat, sondern er war sich schon bewusst, dass wenn er loszieht, er auf die Hilfe Gottes angewiesen ist, dass Gott ihm Weisung geben musste, dass Gott ihm helfen musste, den Plan offenlegen musste.
Aber dennoch ist es so, dass Jonathan und sein Waffenträger losmarschiert sind aus diesem Status quo, aus dem, was Saul mit seinen Männern, mit dem Heerlager gerade machte. Und es heißt jetzt hier bei Jonathan: Steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Das war das, wo sie diese Klippe hochgestiegen sind und sie haben gehört, was die Philister geredet haben. Wenn du diesen Text liest, eröffnet sich dir die Situation. Und was ich so genial finde, das ist dieses: Trete heraus, Jonathan. Komm, steig auf, geh, komm in Position, tu etwas. Bleib nicht da sitzen, bleib nicht in dem Status quo, arrangier dich nicht mit diesem, jetzt lass uns doch mal, jetzt warten wir mal, bis das zu Ende ist hier, jetzt warten wir mal, bis die Dinge sich von selber ergeben. Nein, Jonathan ging in Aktivität und das ist etwas, wo ich wieder ganz neu verstanden habe. Es kann sein, dass der Herr uns aktivieren möchte, dass wir auf den Heiligen Geist hören, seine Impulse aufnehmen, dass wir hören, was er für uns gedacht hat, dass wir Weisung von Gott bekommen, wie wir uns verhalten sollen, dass wir nicht einfach in diesen Status quo mit dem Feind einstimmen sollen, sondern dass wir aufstehen müssen. Trete heraus, Jonathan. Er musste heraustreten aus dem, was sein Vater als die Richtung angegeben hatte. Dann habe ich noch einen gefunden, einen sehr beeindruckenden Mann, über den ich auch sehr gerne spreche, der mich wirklich beeindruckt. Das ist 2. Samuel 23, Vers 12. Denn da heißt es, dass einer der Helden Davids auf dem Linsenfeld steht und dieses Linsenfeld verteidigt. Schammer auf dem Linsenfeld. Schammer war eigentlich ein Kämpfer von David, der mit David unterwegs gewesen ist, der große Siege mit David erreicht hatte, der gekämpft hatte, der gelernt hatte zu kämpfen, der gelernt hatte, gegen den Feind aufzustehen, der gesehen hatte, wie Strategie funktioniert, der gesehen hatte, wie muss man sich dem Feind gegenüber positionieren. Und ich glaube, er hat auch gesehen, wie David gegen feindliche Machenschaften angetreten ist. Und du kannst an einer anderen Stelle oder an mehreren Stellen lesen davon, dass oft David zuerst den Herrn gesucht hat. Dass er zuerst gefragt hat: Herr, wie soll ich gegen den Feind vorgehen? Was ist deine Strategie, die du mir gibst? Und ich glaube, dass Schammer genau das mitbekommen hat. Dass er genau das gehört hat, dass David nicht einfach blind drauf los ist, sondern dass er Gott gefragt hat: Wie soll ich den Feind besiegen? Hier in dieser Situation, die hier in diesem Bericht beschrieben wird, Schammer auf dem Linsenfeld, da war es so, dass der Feind immer und immer wieder die Ernte des Volkes Gottes vernichtet hat. So wie die Ernte reif war, fielen sie drüber her, um sie abzuernten und dann wieder abzuhauen. Sie haben das, was die Versorgung des Volkes Gottes war, geraubt. Und das ist etwas, was der Feind bis heute in unserem Leben tut. Schau, die Berichte sind Dinge, die im Natürlichen passiert sind. Und das Alte Testament berichtet uns davon. Für uns heute haben sie deshalb Bedeutung, weil sie einen geistlichen Bereich beschreiben, weil sie etwas beschreiben, wo der Feind immer noch bis heute in unserem Leben aktiv ist. Bis heute ist er dabei, dein Land dir wegzunehmen, deine Kinder zu berauben, deine Gesundheit wegzunehmen. Bis heute ist er dabei, dich eigentlich ausrotten zu wollen, allein deshalb, weil du zu Gott gehörst. Er will dich vernichtend schlagen. Das ist seine Absicht. Das wird uns im Neuen Testament beschrieben. Er ist ein Lügner und ein Räuber und ein Mörder von Anfang an.
Und das sehen wir im natürlichen Bereich, hier bei Shamma, diesem Kämpfer, diesem Helden von den 30 Helden Davids, der auf diesem Linsenfeld steht. Alle sind weggelaufen. Alle haben gesehen, der Feind kommt und wir rennen lieber weg. Das war das, was wir immer gemacht haben. Wenn der Feind kommt, wenn Angst kommt, wenn Druck kommt, wenn Bedrängnis kommt, wir gehen in Deckung, wir rühren uns einfach nicht. Dann sieht uns der Feind nicht. Und wenn er schon alles raubt, na ja, dann müssen wir halt. Nein, als alle weggerannt sind und der Feind kam, stand Shamma auf diesem Linsenfeld mit einem Stecken. Es heißt hier, es war der Stecken eines Ochsentreibers. Und Shamma hatte eine, wie soll ich sagen, eine geistliche Kraft. Gott hat ihn befähigt, dass er dieses Feld gegen den Feind verteidigt hat. Und er allein konnte den Feind in die Flucht schlagen. Hey, das ist gute Nachricht. Du kannst den Feind in die Flucht schlagen. Wenn der Feind in deine Familie reinkommt, wenn er versucht, deine Kinder zu rauben, wenn er versucht, deinen Job zu rauben, wenn er versucht, jetzt dir alles abzuschneiden, dich wegzuradieren, dich einfach auszuschalten, du kannst dich auf dieses Linsenfeld stellen, deines Lebens, deiner Situation, deiner Bedrängnis, was auch immer der Titel davon ist. Und du kannst sagen, in der Kraft Gottes, er wird mir den Sieg geben. Und genau das heißt es dann hier bei Shamma. Und Gott gab einen großen Sieg. Verstehst du? Wir müssen aufstehen, heraustreten. Shamma musste heraustreten. Oder er hätte weglaufen müssen. Er hätte sich dem System beugen können. Ja, das war schon immer so und leider ist es dies Jahr auch wieder so. Also tauche ich doch besser unter und hau mit den anderen ab. Das war nicht das, was Shamma gelernt hatte. Shamma hatte gelernt zu kämpfen. Er hatte gesehen, wie David die Strategie bekam. Er hatte gesehen, wie David sein Heer aufstellte. Und er hatte gesehen, jeder ist wichtig. Jeder muss kämpfen. Jeder muss heraustreten. Und deshalb ist er auch herausgetreten. So, es ist alles immer das, dass wir Menschen sein sollen, die mit Gott vorwärts gehen. Die kämpfen, die aufstehen, die heraustreten, die stark werden in Gott. Es heißt im Neuen Testament, werdet stark in der Kraft und in der Macht seiner Stärke. Es geht nicht in dem Natürlichen. Es geht nicht, ohne dass du eine Strategie hast. Wir müssen uns sehr stark an Gott anschließen. Wir müssen uns von ihm leiten lassen, von ihm befähigen lassen. Seine Kraft in uns aufnehmen, seiner Macht unterstehen und glauben, dass er Macht und Kraft hat, durch viel oder wenig zu helfen. Dass er die Kraft und die Macht hat, Dinge, die wir nicht für möglich halten, möglich zu machen. Dass Gott allein der ist, der im Regiment sitzt und der die Pläne fest in seinen Händen hält. Gott wird nicht abweichen von seinen Plänen. Er wird das, was er sich vorgenommen hat, zur Vollendung bringen, auch in deinem Leben. Fass neu Glauben, dass Gott in dir lebt, dass er die Kraft in deinem Leben ist, dass er dir Mut geben möchte, dass er dir wirklich Verständnis geben möchte für die Dinge, die auf seinem Herzen sind, dass er dich befähigen wird, aufzustehen, herauszutreten. Wir wissen nicht, in welche Zeit wir gehen. Wir haben jetzt erlebt, dass es wirklich eine bedrängende, ernsthafte Zeit ist, in die wir eingetreten sind. Aber schau, es geht doch um das Voranschreiten des Reiches Gottes. Und du bist wichtig in diesem Reich Gottes. Was ist denn das Reich Gottes? Du und ich. Wir machen das Reich Gottes aus und mit uns viele, die der Herr berufen hat. Trete heraus, nimm Position ein,
zuallererst in deinem Herzen, zuallererst in deinem Glauben, zuallererst in deinem Gebet, zuallererst in deinen Proklamationen. Sprich das Wort Gottes in die Situation. Fang an, das Wort Gottes auszusprechen in die Dinge, die jetzt noch nicht sind, als wären sie schon da. Fang an, deinen Glauben zu ernähren, deinen Glauben aufzubauen. Das ist Trete heraus. Gott hat mehr für dich.